So, jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 20, Entschließungsantrag Fraktion der CDU und der SPD, die Drucksache 21247, Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen 21336 und den dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, das ist der Top 51, Drucksache 21339. Beginnt die Frau Kollegin Jost von der CDU-Fraktion. Tanja, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Die Entscheidung ist gefallen. Die AMLA, die Anti-Money Laundering Authority, die Speerspitze der europäischen Geldwäschebekämpfung, wird hessisch. Frankfurt hat sich mit seiner Bewerbung gegen Metropolen wie z.B. Paris, Madrid, Wien oder Brüssel durchgesetzt, und zwar als weltoffene, vielfältige und internationale Stadt im Herzen von Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein guter Tag für Frankfurt. Ein guter Tag für Hessen und auch ein guter Tag für Deutschland und Europa. Frankfurt als Standort der AMLA wurde sowohl überparteilich als auch auf den verschiedenen Ebenen der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik unterstützt. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren Ministerpräsidenten Boris Rhein, an unseren Finanzminister AD Michael Boddenberg, an den jetzigen Finanzminister, Herrn Prof. Dr. Alexander Lorz, sowie an Herrn Bundesfinanzminister Lindner und an den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Mike Josef, für Ihren unermüdlichen Einsatz, die AMLA nach Hessen zu holen. Es zeigt, was wir erreichen können, wenn wir überparteilich für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Die Behörde wird im Finanzsektor besonders risikoreiche Transaktionen von grenzüberschreitenden Finanzinstituten direkt beaufsichtigen und auch im Nichtfinanzsektor ergänzende Aufsichtsbefugnisse erhalten. Zudem soll die Behörde mit ihren 400 bis 500 Beschäftigten die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Stellen koordinieren und optimieren. Die CDU-geführte Landesregierung, meine Damen und Herren, hat sich seit 1999 verstärkt für die Ansiedlung europäischer und internationaler Institutionen am Finanzplatz Frankfurt eingesetzt. Wie sich 1999 mit der Ansiedlung der EZB, Europäischen Zentralbank, 2002 mit der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2011 mit der EIOPA, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, und 2021 mit der ISSB, die Internationale Behörde für Nachhaltigkeitsstandards, eingesetzt. Frankfurt ist mit fast 250 Kreditinstituten und rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der führenden Finanzplätze Europas und der Welt. Neben den großen Finanzhäusern finden auch mittelständige Fintechs und Start-ups ihre Heimat in der Main-Metropole. Fast alle vom Brexit betroffenen Banken haben das Geschäft auf Europa aufgeteilt. Frankfurt erhielt den höchsten Anteil an neuen EU-Zentralen, darunter von UBS, Goldman Sachs, JP Morgan und Nomura. Damit verbunden
besuchen bereits heute 1.600 Kinder die Europäische Schule im Frankfurter Nordwesten. Und viele weitere werden durch die AMLA hinzukommen. Daher wünsche ich mir persönlich in Zukunft, dass schnellstmöglich pragmatische und überparteiliche Lösungen für einen neuen Standort der Europäischen Schule gefunden werden. Was wir bei der AMLA gezeigt haben, können wir doch mit Sicherheit auch bei der Europäischen Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Ansiedlung der AMLA können wir festhalten, dass der gemeinsame Einsatz über Partei- und Landesgrenzen hinweg sehr erfolgreich war. Die Politik setzt Rahmenbedingungen, damit sich der Finanzplatz Frankfurt weiterhin erfolgreich entwickeln kann. Das schafft Arbeitsplätze, sichert Steuereinnahmen und bekennt sich und damit auch den Wohlstand in unserem Land. Die Christlich-Soziale Koalition bekennt sich ausdrücklich zum Finanzplatz Frankfurt und seiner Stärkung sowie der Vermeidung von Belastungen. Die Politik muss daher bestrebt sein, vielen Dank, regelmäßig mit den Akteuren des Finanzplatzes und der Wirtschaftsregion im Austausch zu sein. Wir müssen die Bedürfnisse vor Ort möglichst aus erster Hand kennen, um unsere Politik so ausrichten zu können, dass wir uns im internationalen Wettbewerb behaupten können. Nur so können wir erreichen, dass der Finanzplatz auf Dauer gestärkt, wettbewerbsfähig und zukunftssicher bleibt. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich, sehr geehrter Herr Präsident. Frankfurt lebt Europa, genauso wie Europa Frankfurt lebt. Die gemeinsame Arbeit bei der AMLA zeigt, wie gut dieser gemeinschaftliche Ansatz funktionieren kann. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft noch weitere Projekte gemeinsam realisieren können. Für die Menschen, für Hessen und für Europa. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war die erste Rede der Kollegin Jost. Herzlichen Glückwunsch, Tanja. Es geht weiter in der Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Dahlke. Miriam, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Geldwäsche und illegale Finanzströme schaden der Gemeinschaft massiv. Nur durch Geldwäsche werden schwerste Verbrechen überhaupt erst lukrativ, und viele Spuren sind dabei sehr viel schwerer zu verfolgen, wenn nationalstaatliche Grenzen überschritten werden, auch wenn das nur innerhalb der Europäischen Union ist. Es ist deswegen eine sehr gute Nachricht, dass die EU-Kommission eine neue Aufsichtsbehörde, die AMLA, auf den Weg gebracht hat, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen. Und ich gebe zu, als am 22. Februar abends die Meldung über den Ticker lief, dass Frankfurt Sitz der AMLA werden soll, war ich schon überrascht. Positiv, aber überrascht. Denn natürlich ist Frankfurt objektiv betrachtet der allerbeste Standort für die AMLA. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Die Stadt Frankfurt, der Bund und das Land haben das ja auch in der Bewerbung und dann wohl auch bei einem sehr, sehr guten Auftritt in Brüssel sehr ausführlich dargelegt. Das war eine Gemeinschaftsleistung, und dafür danken wir Grüne allen Beteiligten, insbesondere auch den Staatsministern AD, Michael Boddenberg, Tarek Al-Wazir, der eben leider vergessen wurde, und übrigens auch Frau Ministerin AD Puttrich, die eben auch nicht genannt wurde. Den danken wir ganz ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn, und das ist mir auch noch einmal wichtig, wir wissen ja, Standortentscheidungen in der EU werden oft gar nicht nach den objektiven, besten Kriterien getroffen.
sondern in der Vergangenheit haben auch ganz andere, eher nationale Interessen da eine Rolle gespielt. Und umso mehr freut es uns, dass diesmal die objektiv beste Entscheidung getroffen wurde und Frankfurt den Zuschlag erhalten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Zeichen für ein demokratisches und transparentes Europa vor der Europawahl. Der Finanzplatz wird durch die AMLA gestärkt. Das ist richtig, das ist gut. Mich würden noch einmal die Belastungen interessieren, die im Antrag und eben auch in der Rede angesprochen wurden, vor denen man sich schützen muss. Vielleicht kann da ja gleich noch darauf Bezug genommen werden. Die bis zu 500 neuen Mitarbeitenden in direkter Nähe zur EZB und zu dem großen Teil der Aufsichts- oder der Behörden, über die sie die Aufsicht haben werden, werden arbeiten. Und natürlich werden sie von der hohen Lebensqualität in Frankfurt profitieren. Und ich will auch noch einmal sagen, da bin ich ganz bei meiner Vorrednerin, in Frankfurt wird aktuell noch die Frage diskutiert, wo eigentlich die europäische Schule neu gebaut werden soll. Denn die platzt momentan leider aus allen Nähten. Die Entscheidung ist wirklich überfällig und ich hoffe sehr, dass Dezernentin Weber von der SPD das jetzt als Warnschuss versteht, dass wir hier wirklich als Frankfurt liefern müssen, um uns nicht vor den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AMLA zu blamieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will jetzt noch einmal etwas zu diesem Jubelantrag der Koalition sagen. Es gibt ganz am Rande wahrscheinlich auch Studentinnen, Bankerinnen oder Juristinnen, die in Frankfurt sich aufhalten. Also das ist ehrlicherweise ein Armutszeugnis, dass das hier nicht drinsteht. Dann braucht man sich auch nicht zum Frauentag auf die Schulter klopfen und eine Aktuelle Stunde dazu zu machen. Also irgendwie nur von Bankern zu reden, aber geschenkt. Aber Sie müssen mir mal erklären, wie kann man einen solchen Antrag einbringen, ohne ein Wort zu einer effektiveren Geldwäschebekämpfung da reinzuschreiben. Weil allein, dass die AMLA nach Frankfurt kommt, das ändert ja noch gar nichts daran, Geldwäsche zu bekämpfen und damit so schwer Kriminellen wie Drogen- oder Menschenhandel den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Also, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, Geldwäsche und illegale Finanzströme schaden der Gemeinschaft massiv. Follow the money. Ja, das Geld führt zu den Köpfen der Organisation. Darum geht es doch hier. Dafür braucht es Kompetenzen, die vielen unterschiedlichen Informationen zu bündeln, die auch grenzüberschreitend zu analysieren und dass man sich da auf das Wesentliche konzentriert. Dafür ist die AMLA da. Und das muss auch die gemeinsame Anregung sein, die in der Bundesrepublik und auf allen politischen Ebenen jetzt ausgeht von dieser AMLA-Entscheidung. Da haben wir jetzt auch wirklich Erwartungen an die Landes- und Bundesregierung. Nicht Sonntagsreden bringen uns weiter. Wir können uns jetzt gemeinsam darüber freuen, dass die AMLA nach Frankfurt kommt. Aber wir sollten uns dann aber auch gemeinsam anstrengen, Finanzkriminalität besser zu bekämpfen. Als Grüne werden wir dem Koalitionsantrag zustimmen. Da steht nichts Falsches drin. Aber wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, der diese politische Forderung der Geldwäschebekämpfung auch noch einmal einfügt. Wenn Sie also auch finden, dass Geldwäschebekämpfung noch stärker angegangen werden muss, dann sollten Sie unserem Änderungsantrag jetzt zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Alke. Das Wort hat die Frau Abg. Dr. Köber, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe heute Morgen ja schon die Ehre gehabt, das Bild zu zeichnen von einem guten Team. Und hier geht es um eine besondere Teamleistung. Die AMLA kommt nach Frankfurt, das wissen wir alle, darüber freuen wir uns. Das ist für Deutschland ein großer Erfolg, für die ganze Wirtschafts- und Finanzregion und für uns Hessinnen und Hessen natürlich noch viel mehr. Und es bestätigt auch den Kurs derjenigen, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben. Im Namen der ganzen SPD-Fraktion möchte ich dem gesamten Team für das große Engagement danken und ein paar Top-Spieler vorstellen. Einige sind schon genannt, ich nenne noch ein paar dazu. Allen voran dem Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef. Gleich von Beginn zu seiner Amtszeit hat er sich tatkräftig dazu eingesetzt, die AMLA nach Frankfurt zu holen. Großer Dank gilt insbesondere auch unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, sowie dem Finanzminister, ja, über den freuen Sie sich alle, ne? Ich mich auch, sowie dem Finanzminister Christian Lindner, den freuen wir uns auch, genau,
Der hat nämlich Frankfurt netterweise gleich zu einer Großstadt, Hauptstadt gemacht, ja, zu denen, die ja schon genannt wurden. Ich danke aber auch der hessischen Regierungsmannschaft mit Herrn Ministerpräsident Rhein sowie dem Stellvertreter Kamil Mansouri und Prof. Dr. Lorz. Sie werden sicherlich an Wiesbaden festhalten als Hauptstadt, nehme ich an. Ja. Es sei Ihnen aber herzlich gedankt für den gemeinsamen Einsatz über alle Ebenen hinweg. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr und meinen leeren Magen kommt mir zugute, dass wir Frauen ja oft die Dinge nicht noch einmal wiederholen, die schon gesagt sind. Deshalb streiche ich jetzt einfach meine zweite Seite und möchte nur noch einmal ganz kurz noch einmal auf meine Vorrednerin eingehen, weil sie sich auch gewünscht hat, dass wir explizit gegen Geldwäsche vorgehen, und wollte noch einmal daran erinnern, dass der Europäische Rat die AMLA mit noch viel stärkeren unmittelbaren Aufsichtsbefugnissen, einer unabhängigen und transparenten Entscheidungsstruktur sowie einer speziell auch auf die Geldwäschebekämpfungsaufgaben zugeschnittenen Organisationsstruktur ausgestattet hat. Und wir glauben alle daran, dass wir damit eine starke Institution haben, die Interessen der Bürger Europas vertreten wird. In diesem Sinne freue ich mich darauf, gemeinsam mit Ihnen allen den erfolgreichen Weg der AMLA in Frankfurt weiter zu verfolgen und wünsche Ihnen allen gleich guten Appetit und eine schöne Pause. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Marion, bitte. So, man wird ja nicht jünger, gell? Muss man mehrere Brillen haben. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, man könnte ja jetzt sagen, alles gut, alle toll, die Erde dreht sich weiter und irgendwie werden die Dinge gut. Aber wir sind ja hier in einem politischen Debattenhaus und kurz vor dem Mittagessen soll es ja noch ein bisschen was geben für den Kreislauf. Und von daher die Sicht der Freien Demokraten. Wir bedanken uns natürlich erst einmal für das Lob an Christian Lindner. Wir haben uns ja, glaube ich, alle gegenseitig gelobt und hoffentlich niemand vergessen. Aber was wir nicht vergessen sollten bei all dem, und das stimmt schon ein bisschen nachdenklich, die Ansiedlung der AMLA war keine Selbstverständlichkeit. Und sie war auch wichtig, nicht für den Geldwäschebekämpfungsstandort, werte Kollegin Dahlke, sondern für den Finanzstandort Frankfurt. Und die Ansiedlung ist auch kein Grund, nur zu feiern, sondern ein Arbeitsauftrag, ein sanfter. Es wurde ja mehrfach heute geworben um 100 Tage Zeit, eher in Richtung der Sozialdemokratie. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre jetzt schon CDU-geführte Landesregierung. Also Sie haben genug Zeit gehabt. Es ist höchste Zeit, dass der Finanzplatz endlich wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Landespolitik rückt. Man kann schon sagen, vielleicht wechselt es ja jetzt mit dem Frankfurter Ministerpräsidenten. Nach Jahren der gefälligen Kenntnisnahme scheint man aufgewacht zu sein. Worum geht es dann, werte Kolleginnen und Kollegen? Es geht doch darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu sichern und auszubauen. Es wurde mehrfach gesagt, die Konkurrenz ist groß. Und wir haben auch gesehen, dass nur ein Bündnis aller Ebenen, Bund, Land und Stadt, das hinbekommen hat. Und vielleicht halten wir mal kurz inne, das wird nicht überall klappen, aber oft ist heute Morgen auch schon gefallen, oft wünschen die Menschen sich doch genau das, dass Politik den Worten Taten folgen lässt. Und das haben alle Ebenen hier getan. Das finde ich ist ein schöner Moment. Dafür herzlichen Dank. Allerdings kommt mir es ein bisschen so vor, dass die neue Landesregierung bereits von dem Kraftakt zu Beginn erschöpft ist. Und deshalb wollen wir sie aufrütteln. Die Finanzwelt unterliegt einem wirklich ständigen und radikalen Wandel. Die Konkurrenten wachsen global. Und deshalb gilt es jetzt, sich nicht nur dem Schulausbau, wie der Kollege Boddenberg sagte, da Fakten zu schaffen, sondern Impulse zu setzen wie finanzielle und digitale Bildung an den Schulen, Aktienkultur fördern. Das ist wirklich eine Aufgabe in Deutschland. Wir machen den ersten Schritt mit der Aktienrente, ist aber nur ein erster kleiner Schritt. Bedingungen für Börsengänge, wer sich damit einmal beschäftigt, auf dem Frankfurter Parkett, da besteht dringend Handlungsbedarf.
Kapitalisierung für Start-ups haben wir heute auch gesprochen. Meine Damen und Herren, neben allem Lob und dass ein Schritt getan ist, der Finanzplatz Frankfurt steht am Scheideweg. Und diese Ansiedlung kann nur der Startschuss sein. Denn, werte Kollegin Dahlke, und das entnimmt man dem Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag, einerseits sprechen Sie ja gegen die Regierung, aber dann wollen Sie doch noch mit der Regierung stimmen und ergänzen den Antrag. Die ALMA ist eine Behörde. AMLA ist eine Behörde. Ja, das Wort ist schon so schwer wie eine Behörde. Eine Behörde, die Regeln setzt, eine Behörde, die Wege einengt, Auflagen und Bürokratie mit sich bringt. Das ist nicht unser Verständnis der Freien Demokraten von einem freien, lebendigen und impulsiven Finanzstandort. Wenn die GRÜNEN schon wieder an alle Facetten der Geldwäschebekämpfung und sonst wie, das Geld muss erst einmal erwirtschaftet werden, das fließen soll, es wird übrigens auch versteuert. Nach unserem Verständnis kann diese Behörde die Ansiedlung, ja, alle Staatsparteien schreien Hurra, das kann nur der Auftakt sein. Wir werben darum, Ärmel hochkrempeln. Bitte hören Sie der Rednerin zu. Ärmel hochkrempeln und in vielen Worten den Schulter klopfen und den sich an die Hand nehmen. Endlich Taten folgen lassen. Erster Schritt ist gemacht. Das erwartet der Finanzplatz. Gestatten Sie mir die Anmerkung, für den Kraftakt hat die neue Landesregierung ja ziemlich viel Personal und kann dem gewaltige Taten folgen lassen. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schardt-Sauer. Ich erteile der Abgeordneten Guillen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Damen und Herren! Wir beschäftigen uns nun also mit dem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Ansiedlung der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA. Eines vorweg, wir begrüßen als AfD-Fraktion im Hessischen Landtag jeden neuen Arbeitsplatz in unserer Heimat. Dies gilt auch für jene Tätigkeitsfelder, die durch die Ansiedlung der AMLA in Frankfurt entstehen werden. Doch muss man in einer umfassenden Würdigung auch einige kritische Punkte benennen. Der positive Aspekt aber gleich zu Beginn. Wieder einmal konnte unsere Partei in Brüssel trotz aller Diffamierungen für die Interessen unseres Landes wirken, liebe Kollegen. Zum Verständnis nun einige Erläuterungen zur kürzlich erfolgten Abstimmung in Brüssel. Der Standort Frankfurt erhielt nämlich durch die Stimme unseres Europaabgeordneten Gunnar Beck überhaupt erst den Zuschlag. Die anderen deutschen Parlamentarier votierten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für den Standort in ihrer Heimat. Die Fakten sind schnell benannt. Bei der Abstimmung über den Sitz der AMLA hatte, dürfte ich bitte reden, danke schön, hatte das Bei der Abstimmung über den Sitz der AMLA hatte das Europäische Parlament 27 Stimmen, der Rat ebenfalls. Es gab 9 Kandidaten, darunter eben Frankfurt für Deutschland. Der Gewinner brauchte die absolute Mehrheit, das heißt mindestens 28 Stimmen. Vor der Abstimmung hatten sich 26 der 27 EU-Abgeordneten darauf geeinigt, für Madrid, Rom oder Paris zu stimmen. Lediglich unser Abgeordneter hatte gegenüber seinen Kollegen angezeigt, dass er für Frankfurt stimmen würde. Kurz vor der Abstimmung bekam er die Information, dass der Rat geschlossen für Frankfurt stimmen werde. Das scheint auch geschehen zu sein. Seine Stimme war also höchstwahrscheinlich das Zünglein an der Waage. Applaus
Es war eben einer unserer Mandatsträger, welcher Frankfurt den Zuschlag bescherte, und keiner Ihrer EU-Parlamentarier. So geht konkrete Politik für unsere Heimat, liebe Kollegen. Aber kommen wir nun zur Bewertung der Sinnhaftigkeit einer weiteren EU-Behörde für die Bürger in Hessen. Denn hier bestehen berechtigte Zweifel. Eine weitere Behörde im großen Stil bedeutet nichts anderes als einen weiteren Verlust an nationaler Souveränität und eine Machtausweitung für Brüssel. Europäische Zusammenarbeit auf dem Feld der Geldwäschebekämpfung ist definitiv wichtig, aber brauchen wir dazu wirklich eine weitere supranationale Behörde? Es ist fraglich, ob die AMLA wirklich Geldwäsche effektiv... Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch eine Minute vor der Mittagspause. Bitte noch ein bisschen zuhören. Es ist fraglich, ob die AMLA wirklich Geldwäsche effektiv bekämpfen kann. Dagegen besteht die reale Gefahr, dass für viele legal operierende Unternehmen der bürokratische Aufwand zunehmen und dabei echte Geldwäsche kaum verhindert wird. Für die kritische Haltung unserer Parteifreunde im Europäischen Parlament war zudem ein Punkt zentral. Nichtregierungsorganisationen werden von der Geldwäschegesetzgebung vollends ausgenommen, obwohl sie durchaus als entsprechendes Vehikel genutzt werden. Sie sehen also, wir haben in dieser Frage als AfD eine differenzierte Haltung. Nein zu einer Machtausweitung der EU samt latenter Übergriffigkeit gegen den Bürger und unseren Unternehmen. Aber wenn das nicht zu verhindern ist, dann ein klares Ja zum Standort Deutschland und Arbeitsplätzen in unserer Heimat. Die Selbstbeweihräucherung der Koalitionsfraktion lehnen wir wie den entsprechenden Antrag hierzu aber ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gien. Wir sind am Ende des Vormittags angekommen. Entschuldigung, Herr Minister. Entschuldigung. Der Wunsch war zu groß. Und Frau Gien, ich möchte Ihnen noch danken für die erste Rede. Gut. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, ich fürchte, ich muss jetzt doch noch ein paar Minuten die Mittagspause nach hinten schieben. Denn ich hoffe, Sie werden es dem Finanzminister dieses Landes nachsehen, dass er zu diesem Punkt schon auch ein paar Worte beitragen möchte. Und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, auch im Interesse der Zeitersparnis nichts zur AfD zu sagen. Und ich will ja auch mit Ihrer ersten Rede nachsichtig sein, liebe Frau Kollegin Nguyen. Aber trotzdem, also das fertig zu bringen, in einem Satz sich selbst dafür zu loben, dass man angeblich die Entscheidung herbeigeführt hat, um dann im gleichen Satz zu sagen, die Entscheidung ist aber eigentlich völlig daneben und negativ, und das dann als differenzierte Haltung zu wählen. Also das musste einfach mal gesagt werden. Also ich meine, ich habe ja schon einige Reden jetzt auch. Ich bin ja einige Jahre jetzt auch schon in diesem Hohen Haus dabei, aber das muss ich sagen, das muss ich mir irgendwie mal eintragen. Das muss ich, davon muss ich später auch noch mal erzählen, was man hier doch im Parlament alles erleben kann. Zurück zur Sache, meine Damen und Herren. Die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU, die AMLA, kommt nach Frankfurt. Ihre Einrichtung wird die Geldwäschebekämpfung, und das, liebe Frau Kollegin Schardt-Sauer, ist nun einmal eine staatliche Aufgabe, in der EU auf ein neues Level heben. Und die EU geht diesen Schritt von Frankfurt aus. Auch wenn es jetzt dankenswerterweise schon von nahezu allen Rednerinnen und Rednern hier gesagt worden ist, das ist ein großer Erfolg für Frankfurt und für Deutschland. Und das ist zugleich auch durch und durch ein hessischer Erfolg. Und deswegen dürfen wir den auch hier miteinander feiern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und ich will noch eines hervorheben, was in der öffentlichen Berichterstattung keine weitere Rolle gespielt hat und was auch eigentlich wirklich nur ein Aperçu ist, aber ein sehr schönes. Und deswegen will ich es einfach mal feststellen. Deutschland war der einzige Mitgliedstaat, der sich nicht mit seiner Hauptstadt um die AMLA beworben hat. Sämtliche 8 Mitbewerber, Weltmetropolen wie Rom, Paris, Madrid, machten neben ihrem wirtschaftlichen Gewicht natürlich auch ihre politische Rolle als nationales Entscheidungszentrum geltend. Warum haben wir es in diesem Konkurrenzverhältnis trotzdem geschafft und dürfen diesen Erfolg heute miteinander feiern? Das will ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren. Weil wir mit einem kleinen, aber schlagkräftigen Team aus Bund, Land und Stadt zusammen an einem Strang gezogen haben, weil wir einfach gute Standortbedingungen am Finanzplatz Frankfurt bieten und natürlich auch, weil diese Landesregierung sich schon seit Jahren beharrlich für diesen Finanzplatz engagiert, meine Damen und Herren. Aber dieser Erfolg war trotzdem alles andere als selbstverständlich. Das ist schon gesagt worden. Und ich will auch das noch einmal unterstreichen. Denn der Bewerbungsprozess auf europäischer Ebene war lange Zeit sehr unübersichtlich. Zwar hatten Bund und Land schon im Juli 2021 verabredet, dass Deutschland sich mit seinem Finanzzentrum um den Standort der AMLA bewerben sollte. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte die Europäische Kommission gerade einmal ihr Legislativpaket ausgerollt. Und es gab noch nicht einmal ein offizielles Bewerbungsverfahren. Trotzdem haben wir uns gemeinsam dafür schon richtig aufgestellt. Dann kam das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Juli 2022, mit dem die Zuständigkeit für die Sitzentscheidung bezüglich europäischer Agenturen dem Unionsgesetzgeber überantwortet wurde. Und das bedeutete, man musste die ganze Werbestrategie noch einmal neu aufsetzen auf die gemeinsame Entscheidung durch Parlament und Rat hin. Und das hat ganz viele Gespräche und Veranstaltungen vor Ort in Brüssel und auf allen Ebenen verlangt. Und was auch schon einmal gesagt worden ist, aber auch das will ich einfach noch einmal feststellen, es war keineswegs ein Selbstläufer. Die deutsche Bewerbung rangierte nicht von vornherein unter den Topfavoriten. Keineswegs. Aber wir haben zäh, hartnäckig und konzertiert daran gearbeitet, uns in diesem anspruchsvollen Bewerberfeld nach vorne zu schieben. Und nach allem, was wir hören, was von ausschlaggebender Bedeutung, dass die europäischen Institutionen einfach beeindruckt davon waren, dass das sonst ja aus europäischer Sicht immer schwierige föderale Gebilde Deutschland diesmal, anders als etwa bei dem Versuch, die europäische Bankenaufsicht an den Main zu holen, sogar über alle Parteigrenzen hinweg geschlossen agiert hat. Und insbesondere der Bund hat mittlerweile verstanden, es gibt in Deutschland einen und nur einen globalen Finanzplatz. Und das ist Frankfurt am Main, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen erlauben Sie es mir, auch wenn Frau Kollegin Köbe auf die leeren Mägen hingewiesen hat, ich will mich trotzdem einfach dem Dank, der hier schon vielfach ausgesprochen worden ist, anschließen. Und nur zur Klarstellung, ich glaube, der Ministerpräsident und ich können uns auch problemlos darauf verständigen, Wiesbaden bleibt die Landeshauptstadt und Frankfurt der führende Finanzplatz. Ich glaube, das ist eine hervorragende Kombination, auch für Hessen in der Zukunft. Aber ich will mich bedanken bei allen Akteuren auf Seiten des Bundes, bei dem Bundesfinanzminister, der das zu seiner eigenen Sache gemacht hat. Das war in dieser Vorstellung ganz klar zu erkennen. Bei meinem Ministerpräsidenten, meinem Vorgänger und all den anderen, auch, die in der Landesregierung mitgearbeitet haben, sodass ich den Ball quasi auf dem Elfmeterpunkt vorgefunden habe. Herr Minister, Sie müssen nach Brüssel Dank gefahren zum Ende kommen. Ich muss mit dem Dank zum Ende kommen. Ich will aber auch noch den Oberbürgermeister von Frankfurt hinzufügen, der den Willen der Stadt, Standort für die AMLA zu werden, so authentisch verkörpert hat. Und vor allem auch bei allen Mitgliedern des eng vernetzten Kernteams, die daran über Jahre mitgearbeitet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gezeigt, was man alles gemeinsam erreichen kann. Lassen Sie mich aber zum Abschluss auch noch eines unterstreichen, und ich hoffe, dass Sie mir dafür auch die kleine Überziehung meiner Redezeit gestatten. Die Entscheidung für die AMLA zeigt, wie attraktiv der Standort Frankfurt als wirtschaftlicher Hub von außen betrachtet offensichtlich ist. Und das bedeutet ja nicht, liebe Frau Kollegin Schardt-Sauer, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, das ist alles Gott gegeben und da brauchen wir nichts weiter dran tun. Aber es bedeutet, wir haben eine großartige Grundlage, um von dort aus weiter daran zu arbeiten. Die Nähe zur Europäischen Zentralbank, die starke Wirtschaft, die führende Rolle in den Bereichen von Innovation und Cybersicherheit, die europaweit größten Daten- und Serverkapazitäten, davon war ja heute Morgen schon die Rede, aber auch, liebe Frau Kollegin Dahlke, unser Engagement für innovative Ansätze bei der Geldwäschebekämpfung, beispielsweise mit unserem Pilotprojekt Safe AML, dazu die ganzen weichen Standortfaktoren, gute Erreichbarkeit, kurze Wege, hohe Lebensqualität und vergleichsweise günstige Lebensbedingungen. Das alles macht Frankfurt, das macht die Rhein-Main-Region, das macht unser Hessen aus.
Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir auch die Herausforderungen der Zukunft an diesem Standort mit Zuversicht und Entschlossenheit angehen. Ich bin dabei. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Frau Guillen hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. So, Herr Lorz, Sie haben mich vorhin leider missverstanden. Ja, Sie hätten wirklich besser zuhören müssen. Ich habe in meiner Rede gesagt, dass wir gegen eine weitere supranationale Behörde sind, die wahrscheinlich auch nichts effektiv gegen die Geldwäsche unternehmen kann. Aber wenn die Entscheidung schon gefallen ist, und wenn diese Behörde nicht mehr zu verhindern ist, dann sind wir natürlich für Deutschland als Standort. So. Und Herr Lorz und auch Sie alle hier, die sich ja alle so über die Ansiedlung der Amler in Frankfurt feuern, Sie können sich alle bei uns bzw. bei unserem Abgeordneten Gunnar Beck bedanken und nicht bei allen möglichen, die Sie eben aufgezählt haben. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist der Punkt beraten. Mir wurde mitgeteilt, dass die Anträge in den Ausschuss sollen. Ist das richtig? Sehr gut. Dann sind die überwiesen. Dann sind wir am Ende des Vormittags angekommen. Und wir gehen in die Mittagspause und sehen uns in 2 Stunden wieder. Die Sitzung ist geschlossen.